Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hunter 1, meine Lieben. Ja, ich habe mal geguckt in die Kommentaren, da stand ja was drin mit einem Sound, dass ich umstellen kann. Ich habe mal geguckt bei Set Sound, leider zeigt mir mein Rechner da an, dass diese App nicht funktioniert. Das heißt, wir müssen so jetzt mit dem Sound klarkommen. Okay, wir starten dennoch in die nächste Patrouille. Wir haben 23.318 Tonnen schon auf dem Buckel. Und gucken mal, Start war Patrouille. Wir müssen nach Indochina. Ich würde sagen, let's go. Boot läuft aus. Dann sehen wir weiter. Heute haben wir unseren Praktikanten gekriegt. Heute wollen wir mit ihm arbeiten. Haben wir schon Jus gekocht, haben wir schon eine Kroketten gemacht heute auf Arbeit. Ja, morgen müssen wir Kuchen backen für eine Tagung, die am Donnerstag kommt bis Freitag. Und dann werden wir morgen vegane Buletten machen, also vegane Frikadellen. Und dann noch schön Antipasti. So, nichtsdestotrotz konzentrieren wir uns erstmal jetzt hier auf unsere Mission. Ich würde sagen, wir patrouillieren hier vorne. Wir gucken mal, wie ist das Wetter. Kalm. Also heißt, die See ist ruhig. Boah, ist schon ein Spiel von 7,1, Alter. Das muss doch gleich abgehen wie die Luzi, wa? Knoten. Ja. Ich habe mal so ein bisschen offline Silent Hunter gespielt und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, mit diesem Typ hier und mit diesen Torpedos braucht ihr keine Taskforce angreifen, also sprich keine Kleinkreuzer-Geschwader, keine Schwerenkreuzer-Geschwader, geschweige denn Schlachtschiff und Flugzeugträger-Geschwader angreifen, weil mit den Torpedos kriegt ihr die Dinger nicht knackt. Das heißt, ihr braucht mehr. Also sprich, ihr braucht bestimmt für Flachschiff 7 Torpedos. Und da ihr bis einen Angriff erstmal führen könnt, mit den Aalen wird das leider nichts werden. Also habe ich so die Gefühle, offline gespielt habe. 8,1 Knoten, naja, dann hat sich die wieder. Up Periscope. Down Periscope. Schön. Naja, moderate. Ein bisschen Seegang haben wir gekriegt, ja. Dass das mit der Uhr nicht so wird, dass nur 256 bleibt, das kotzt mich richtig an. Immer mal gucken, vielleicht finde ich irgendwo noch ein Deutsch-Patch. Mal gucken. Naja, mal gleich suchen. Secure from red. Aye, aye, sir.
BB Group, also Schlachtschiffgruppe. Na, da brauchen wir ja angreifen. Weg ist er. Die Schlachtgruppe. Na, wo ist er doch wieder? Hier war sie weg. Darum ist sie nicht vertaucht. Ah, da kommen wir nicht mehr ran. Was ist jetzt hier? Break for Red. Aye, aye, Sir. Kleiner Kreuzergruppe. Könnte aber auch Patrouillenboot sein, also U-Boot, die Schwader oder so mal in der Art. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier auf U-Boote trifft jetzt. TV Group. Okay, Baby. Demnächst werde ich erstmal Call of Duty hochladen, die ganzen Videos. Aber damit beginnen wir durch. Dann habe ich eine Sorge weniger. Dann werde ich mit Anno 1602 weitermachen. Und dann kommt. Oh gut, das nächste kommt danach dann. Ich mir vorhin noch mehr, ich wollte die ganze Anno-Trilogie machen, also sprich 1602, 1503, 1701, 1404. Entschuldigung. Dann wollte ich nochmal Warcraft 2 nochmal auflegen. From Red. Aye, aye, Sir. Da müsste ich eigentlich auch mal wieder ran.
noch nicht so durchgespielt. Was ich muss jetzt, muss ja wie gesagt nochmal neu anfangen mit Änderungen dran. Und ja, da muss ich gucken. Also mal gucken, wie ich das alle zeitlich schaffe. Juni, Juli wird sehr schlecht werden. Da haben wir jedes Wochenende eine Hochzeit drin. Das wird lustig werden. Sehr lustig werden. Aber dann müssen wir durch. Mal gucken, ob der von zusteuert. Bin ich jetzt mal gespannt. Das ist schön. Oh, 32%, da wird gleich was kommen. Visual sighting, sir. Kleiner Konvoi. Coming to course 2, Niner, Niner. Aye, aye, sir. So. Oh, scheint schon ein bisschen größer zu sein. Wollen wir gleich mal sehen. Coming to course 015, aye aye, sir. Oh. Standard-Tunnelschiff? Ah, das sind dicke Brocken. Aber die haben zu weit Abstand. Ja, Standard-Tunnelschiff. Ja. 52, 52 und 34. Dicke Dinger. 18,5 Knoten fangen die. On course at the requested heading, sir. Ah, die fangen jetzt zu weit auseinander. Ach du. Du kriegst die Krise.
Drogentransporter. Drogentransporter. Und ein Scheißzerstörer. Warte mal. Sir, new sonar contact. Gut, jetzt wissen wir, dass wir da sind, aber das ist eben jetzt wert, erstmal die Zerstörer rauszulocken. Ich hoffe, dass die kommen. Ja, die scheinen schon Geschwindigkeit jetzt zu erhöhen. Dass wir die rausknallen können. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns die Fracht davor. All stop. Die 100. Ab. Aber die Zerstörer laufen schon zu. Das ist zum Beispiel sehr gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir an dem Konvoi wieder dranbleiben. All ahead, two thirds. Dass wir da dranbleiben. Mal gucken, ob wir rausschießen können. Sir, new sonar contact. Schau mal noch an die noch anzukommen, an die Frachter. Ob das jetzt eine dumme Aktion oder nicht, mal gucken. Aber Hauptsache ist, wir müssen erstmal die Zerstörer rauslocken. Entfernt. Schuss ab 600. Warten. Warten noch. Jetzt. Firing one. Das war der erste Streich. Lange? Torpedo tube not loaded. Torpedo tube not loaded, sir. Achthundert. Schuss wieder bei 600.
knappe 500, wenn uns anzeigt. Lauf, der Biester, lauf und treff bitte. Das ist ein Yogumo. Trefft. Los, komm, 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 komm. Target destroyed, sir. Toll. Wir haben ihn. Wir haben die beiden weg. All ahead, flank. Sehr schön. Also ich hab Yogumo und Kagero. Ah, geil. Richtig geschätzt. So, Säfte ab. Das ist wieder. Down Periscope. Sehr schön. Die Frachter sind hier hinten. Gucken, ob wir da rankommen. Schön wert. Wenigstens zwei Zerstörer weniger. Gut. Now running on diesel engines. Auf und zu. Die laufen hinauf und zu. Sir, we sonar contact. All back, emergency. Up periscope. Tube one loaded, sir. Now, go ahead, flank.
Tube 2 loaded, sir. Down, Periscope. Sie sind weg. Scheiße, verdammt. Tube 3 loaded, sir. Tube 4. Break for red. Aye, aye, sir. Visual sighting, sir. Ah, Truppentransporter. Tonnen. Okay. Ja, schade. Aber ich sag mal so, lieber greife ich erstmal die Zerstörer an. Schade um die 15.200 Tonnen, also die 30.400 Tonnen. Aber ich hätte sowieso erst mal ein Schiff unter Beschuss nehmen können. Und dennoch die Zerstörer, naja, dann nehme ich mir lieber die Zerstörer vor, dass die wegkommen. Egal, wir bleiben jetzt hier auf Kurs. Gucken, wir fahren ja 8,1 Knoten, der fährt 6,8, das heißt, wir fahren 2, ich mal so ein bisschen mehr als er, aber bisschen schneller als er. Wir werden uns jetzt in Coming to course 347. Aye, aye, sir. Abschussposition bringen und ihn wie Aal versetzen. Oder einsetzen. Mal gucken, ob es was wird. Ich hoffe es. Coming to course 335. Aye, aye, sir. On course at the requested heading, sir. Up, Periscope. Sir, we've sewn our contact. Yeah, I guess.
ein Torpedo, der gerade explodiert oder was? Firing three. Coming to course 341. Aye, aye, sir. Coming to course 22. Coming to course 315. Aye, aye, sir. Coming to course 346. Aye, aye, sir. Weg. Coming to course 326. Aye, aye, sir. Ich weiß nicht, ob die Torpedos so explodiert sind, weil auf dem Weg waren sie immer weg. Da denkt man schon, dass sie Blindgänger waren. Coming to course 337. Aye, aye, sir. Ich hab kein Vertrauen in die scheiß Dinger hier. Firing four. On course at the requested heading, sir. Coming to course 291. Aye, aye, sir. Sir, new sonar contact. Sir, new sonar contact. On course at the requested heading, sir. Target destroyed, sir. Jawohl. Torpedo tube not loaded, sir. Flank. Down periscope. Top Transporter, sehr schön. Aber wir haben vier Torpedos an dem verloren. Vier wertvolle Aale. Aber die sind alle, denk mal, explodiert. Die waren ja auf halbem Wege, waren die weg gewesen. Also waren alle Blindgänger gewesen. Okay, da haben wir schon wieder Kontakt auf dem Frachter. Dann wollen wir mal dahin fahren. Wie wir auftauchen. Da läuft die so ab. Sehr schön. Vielleicht warst du ja einer von diesen Klingon-Voice. Ja, weißt du schon. Now running on diesel engines. Tube 1 loaded, sir.
2-2, loaded, sir. Nee, die Fahrzeuge sind weg. Aber ich will es hier auch nicht. In den Fängen der. Hier landen. Weil. Wie gesagt, du, die Torpedos reichen für die Maus. Und erstmal sind sie auch. Man sieht schon den Druck der Japaner, den sie machen hier auf Saigon. Gut. Alle haben wir jetzt noch? Nur 4, ne? Ja, 4 alle. 2 vorne, 2 hinten. Okay. Okay, 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 okay. Das Problem wäre es gewesen, wenn ich jetzt den Konvoi angegriffen hätte mit ihren Begleitzerstörern. Ich hätte jetzt den großen rausgeschossen, 15.200 Tonnen. Mann genommen. Dann hätte ich mal noch die Begleitzerstörer mal gehabt. Ich hätte keine Torpedos gehabt. Da die ja, lass sie mal bitte ziehen. Und da die ja fast eine Stunde brauchen. Also praktisch Viertelstunde, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde. Wären wir am Arsch gewesen. Definitiv. Secure from red. Aye, aye, sir. Da wären wir im Arsch gewesen. Und ja, dann hätten uns die Zerstörer bestimmt den Rest eben, so wie bei der ersten Feindfahrt. Also sprich, wie beim ersten, wo sie uns getroffen haben. Wo ich gesagt habe, dass wir uns versenkt haben. Wir werden unsere Chance bekommen. Definitiv. Ich hoffe, dass wir diese Let's Play durchbringen. Und dass wir dann auch später auf bessere U-Boote hoffen, bessere Torpedos und dann, sag ich mal, deswegen würde ich lieber ganz gerne die Gatto-Class fahren. Also die Gatto-Class, die sagt mir richtig zu. Das war bei den Amerikanern das wahre U-Boot gewesen. 6 Torpedorohre vorne, 4 hinten. Wunderbar. Gut. Wie viel Galleon haben wir noch? 39.000, naja, gut, der Rest. Da kommen wir immer hin. Wir werden jetzt mal die Wegpunkte jetzt hier abfahren. Ob wir was finden, bin mal gespannt. Und wenn nicht, naja, dann
denke ich mal, werden wir nach Hause fahren. Wir haben mal 3 Schiffe versenkt. Genau. 12.095 Bruttoregistertonnen haben wir versenkt. Truppentransporter, Zerstörer. Okay. Break for red. Aye, aye, sir. Schwerer Kreuzer, ihr Schwader. Auf die habe ich gar keinen Bock. Auf die habe ich eigentlich gar keinen Bock. Ich hoffe, dass sie wegbleiben. Visual sighting, sir. Scheiße. Da sind sie schon. All ahead, one third. Periscope down. Aye, aye, sir. Heilige Scheiße, sie kommen auf uns zu. Und dann auf Tiefe. Rig for silent running. Aye, aye, sir. Auf den gleichen ja keinen Bock gehabt, ey. Wo sind sie da? Ach du Scheiße. Sir, we sonar contact. Ja, ich weiß, aber da greifen wir nicht an. Da greifen wir nicht an, da hauen wir ab. Tut mir leid, Leute, aber da muss ich abholen. 1, 2, 3, 4 Zerstörer. Oh, 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 oh. Tut mir leid. New sonar contact. Ja, ich weiß. Ausweichspiele Kreuzer. Gut. Aber ein Kampf, den man nicht gewinnen kann, sollte man noch nicht beginnen. Sir, new sonar contact. Ja, ich weiß. Fünf Zerstörer. We sold our contact. Oh oh. Ich ahne Böses. Sie sind jetzt genau über uns, genau in der Nähe von uns. Werden sie noch über uns oder in der Nähe von uns? Sir, we sold our contact. Ich weiß. Können aber leider nicht angreifen. Mittlerweile Leitzug.
Die können wir angreifen. Ist noch Fleischfahrt, sehr schön. Sir, we sonar contact. Ja. All ahead, 2/3. In Ordnung. Periscope depth. Aye, aye, sir. Bloß, da hätten wir nichts mehr machen können. Da hätten wir nichts machen können. Up Periscope. Da hätten wir nichts machen können. Da waren 5 Zerstörer, 3 Kreuzer. Die hätten uns den Rest gegeben. Die hätten uns den Rest gegeben. Also nicht mit dem U-Boot jetzt hier. Nee, also bei aller Liebe, tut mir leid, Leute, und nicht bei den Nachladezeiten. Das ist zu riskant. Das ist mir zu riskant. Okay, Luft scheint rein zu sein. Down Periscope. All ahead, flank! Sind wir denn entkommen, ey? Wenigstens bitte. Also bei aller Liebe, aber. M-m. Die Karriere und das U-Boot und nochmal und noch ein zweites Mal drauf zu sehen, setze ich jetzt hier nicht aufs Spiel. Hier in der Nähe, jetzt in der Nähe ist ein mittlerer Konvoi. Vielleicht könnten wir den attackieren. Okay. Now running on diesel engines. Our batteries need recharging, sir. Oh. Yeah, total move. Now running on diesel engines. Secure from red. Aye, aye, sir.
1000. Keine Ahnung. Ja, Saigon wird auf jeden Fall fallen, das können wir nicht halten. So wie die Red. Aye, aye, sir. So wie Japaner hier operieren. Aber tut mir leid, Jungs, aber den Geleitzug hätte ich da weg drauf jagen. Und den möchte ich nicht. Wie sind die Batterien geladen? Wie weit? Alter, laden die überhaupt die Batterien auf hier oder was? Secure from Red. Aye, aye, sir. Mal die Batterien mal nachladen jetzt langsam hier. Nee, hier ist nichts. Ich denke auch, die nachgeladen hätte. Was ist jetzt los? Alter, die Batterie wird überhaupt ja nicht nachgeladen. Was ist denn hier los? Ich fahre jetzt noch die Wegepunkte hier ab und dann denke ich mal, werde ich diese Folge auch beenden jetzt denn. Weil das hat ja keinen Sinn. Also die Batterie wird überhaupt nicht nachgeladen oder was? Oder wie sieht denn jetzt? Du musst doch mal nachgeladen werden. Da passiert ja nichts. Ist immer noch auf. Im roten Bereich. Normalerweise müsste die nachgeladen werden jetzt. Visual sighting, sir. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Nee. Scheiße. All ahead, one third. Rig for silent running. Aye, aye, sir.
We're below test depth, sir. Ja, also wir fahren ja nach Hause, wenn wir jetzt hier raus sind. Weil die Batterie wird ja nicht nachgeladen. Was ist denn jetzt hier los? Normalerweise müsste die nachgeladen werden. Wir waren ja über Wasser gewesen. Das verstehe ich nicht. Naja, hat keinen Sinn. Wir werden nach Hause fahren. Wenn wir hier rauskommen. Periscope depth. Aye, aye, sir. Up, periscope. Okay, die sind weg. Dann fahren wir jetzt nach Hause, weil anscheinend wird die Batterie nicht nachgeladen. Keine Ahnung warum. Ich habe keine Ahnung warum. Down periscope. Now running on diesel engines. Jetzt wird sie nachher noch was. Warum die Feuer? Hä? Oder waren wir auf Schleichfahrt gewesen, dass wir den gemacht haben? Na gut. Das wird die Lage wieder ein bisschen drastisch ändern. Das heißt, wir können doch noch ein bisschen draußen bleiben. Sehr schön, aber der Westberg ist ein bisschen irritiert. Also wie gesagt, das Geld vom Ei ist es jetzt hier nicht, was ich jetzt hier gerade zocke. Nehme ich selber zu. Aber wie gesagt, also mit Kriegsschiffen braucht man sich mit dem U-Boot ja nicht anlegen und nicht mit den Torpedos. Vor allem nicht gegen so ein Schlachtschiff wie Schwader hier, wo du zwei Schlachtschiffe hast, eventuell noch einen leichten Kreuzer und 5-6 Zerstörer. Also da ist aus, da brauchst du bestes U-Boot. Kann man jetzt mal noch einen Konvoi treffen oder sowas? Das wäre gut. Die Batterie laden. Warum vorher nicht? Das verstehe ich nicht. Break for red. Aye, aye, sir. Visual sighting, sir. Ach du Scheiße. Periscope depth. Aye, aye, sir.
Ja, Indochina. Mit so einem U-Boot hier. Und wenn die wissen, dass da so viele Kriegsschiffe da sind, ja? Ja, woher die Welt fehlen, ja, denn? All ahead, two-thirds. Wir bleiben auf Kurs. All ahead, one-third. Jo, die sind weg. Kannst vergessen, da kommst du nie ran. Nicht mit dem U-Boot. Now running on diesel engines. Und wir haben auch zu wenig Torpedos an Bord dafür. Ich hätte mir ein bisschen mehr von der Feindfahrt erhofft. Da mal gucken. Konvoi an. All ahead, flank. Mal gucken. Secure from red. Aye, aye, sir. Vielleicht haben wir Glück und treffen auf den Konvoi hier, aber ich denke mal eher weniger. Ja, der ist weg. Schade, schade Schokolade. Nur keinen großen Kriegsschiffverband angreifen mit den Torpedos. Der geht nicht. Geht einfach nicht. Zerstörer. Den kann ich beschädigen. Der Bart. Und der kommt auf mich zu. Na ja, gut. Wir fangen jetzt noch die Wegepunkte ab hier und dann würde ich sagen, machen wir für die Folge Schluss für heute. Aber vielleicht haben wir Glück und treffen auf dem Konvoi. Schön wäre es. Aber ich glaube, wird nichts werden. Visual sighting, sir. Ah, warum ist das die Armato, wa? Let's go down. Oh, one third.
Hätten wir jetzt eine Gatto-Class, mehr Torpedos, alle nachgeladen, alles voll, wunderbar, hätten wir angegriffen. Aber so, es wird nichts. Es wird einfach nichts. Ich würde ganz gerne ran. Aber schaffe ich nicht. Wird nichts. Dann kriegen wir uns jetzt auf den Deckel. Ist der Problem bei der Sache. Rig for silent running. Aye, aye, sir. Sir, we sonar contact. Ja, ich weiß, aber wir können nicht angreifen. Sir, new sonar contact. Tut mir leid, aber es wird nichts. Hier ist ein Schlachtschiff. Hier ist ein Zerstörer. Ein kleiner Konvoi. Periscope depth. Aye, aye, sir. Up, Periscope. Die Luft ist rein. Down, Periscope. Now running on deep. Go ahead, flank. Fehltreffen auf den Konvoi hier. Mal gucken. Break for red. Aye, aye, sir. Wie viele Galeonen haben wir noch drinnen? 35.000. Na, kann man noch ein bisschen draußen bleiben, mal gucken. Na gut, Jungs, hat keinen Sinn mehr, wir werden zurück zur Basis fahren.
So, immerhin haben wir versenkt. Drei Schiffe. Wir haben zerstört. Ein Zerstörer Kagero-Klasse, 2033 Tonnen. Ein Zerstörer Yugumo, 2520. Und ein Truppentransporter. Im Wert von 7542 Bruttoregistertonnen. Leider. Wie gesagt, gegen diese Taskforce, die wir da gesehen haben, da denke ich angreifen brauchen. Das wäre nichts gewonnen. Nicht mit der Nachladezeit, nicht mit den Torpedos, die wir noch zur Verfügung hatten. So, ich weiß, das war nicht der Gelbe vom Ei, aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Silent Service, Silent Hunter, Entschuldigung, ich verwechselt immer, von Silent Hunter 1 wieder, ne? Also, habt noch einen schönen Abend, schönen Tag und ich sage Tschüss, René, und bis zum nächsten Mal.